Sie stehen früh am Morgen auf. Sie arbeiten Vollzeit. Eine Floristin, ein Bäcker, eine Ergotherapeutin. Alle drei beschäftigt eine Frage. Wird meine Rente reichen? Wenn er 2020 in Rente geht, hat Günther Drostel 49 Jahre lang in der Backstube gestanden. Wenn ich in Rente gehe, dann fehlt mir einiges. Und da kann ich den Lebensstandard nicht halten. Das geht nicht. Jedem fünften Deutschen droht nach Berechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Alter Armut. Für die Rente habe ich die Befürchtung, dass ich Zeit habe, aber nicht das Geld, das ich unbedingt brauche oder haben möchte. Sie stellen sich existenzielle Fragen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege, hier wohnen bleiben zu dürfen, zu können. Es betrifft die hart arbeitende Mitte unserer Gesellschaft. Es tut mir schon leid, dass ich mich nie intensiver um mein Kind kümmern kann selber. Aber es geht eben auch nie anders, weil dann geht uns noch mehr Geld verloren. Morgens 5 Uhr in Dresden. Guten Morgen. Ergotherapeutin Mandy Locke weckt ihren Sohn Janie. Hast du gut geschlafen? Ja, hab ich. Super. Das frühe Aufstehen. Mandy und Jamie kennen es nicht anders. Denn die Schicht der Ergotherapeutin im Pflegeheim beginnt morgens um 6.30 Uhr. Darf ich reinmachen? Na klar. Aber willst du den Löffel gleich nehmen? Ja. Die 33-Jährige ist alleinerziehend. Es ist kein Papa da, der Jamie einen späteren Start in den Tag ermöglichen könnte. Ja, ich bin das gewohnt. Also der Jamie war schon im Kindergarten immer der Erste. Das bleibt halt nie aus, aber klar würde ich auch lieber eine Stunde länger schlafen, aber geht eben nicht. Bei Familie Locke ist alles auf Kante genäht. Mama, hol ich mal einen Haargummi. Bei ihnen zählt nicht nur jede Minute, es zählt auch jeder Euro. Mit gerade mal etwa 1.300 Euro netto im Monat muss die Ergotherapeutin sich und Jamie durchbringen. So, nimmst du mal deinen Ranzen, bitte? Haben wir alles eingepackt? Im Alter wird Mandy Locke wohl noch stärker aufs Geld schauen müssen. Während der Durchschnittsostrentner heute 1.389 Euro pro Monat zur Verfügung hat, bleiben ihr nach derzeitigem Stand gerade mal 955 Euro gesetzliche Rente plus knapp 100 Euro Betriebsrente, wenn sie 2052 in den Ruhestand geht. Davon muss sie ihre Wohnung bezahlen, ihr Essen, ihre Kleidung. Wie viel diese Rente in 30 Jahren überhaupt noch wert sein wird, lässt sich für junge Menschen wie Mandy Locke heute noch nicht sagen. Ihre größte Sorge, dass ihr Sohn sie eines Tages unterstützen muss. Also wenn ich mir den jetzigen Stand anschaue, dann denke ich schon, dass ich auf den Jamie angewiesen sein muss. Das macht mir schon Bauchschmerzen. Also ich finde das jetzt nicht so schön, wenn dann das Kind dann auch noch für die Eltern irgendwie einstehen muss und das mit unterstützen muss, weil die haben ja dann irgendwann auch mal ihr eigenes Leben. Ankunft an Jamies Schule. Sein Schultag beginnt nicht mit Unterricht, sondern in der Kinderbetreuung, im Frühhort. Hier ist Jamie jeden Morgen das erste Kind. Es geht nicht anders. Tschüss. Bis heute Nachmittag. Ja. Ich hab dich lieb. Ja. Viel Spaß. Danke. Morgens 4 Uhr in Düsseldorf. Morgen! Günther Drostel ist angestellter Bäcker. Seit 48 Jahren steht er in der Backstube. Heute ist der 62-Jährige spät dran, muss sich ranhalten, um sein Tagespensum zu schaffen. Nussecken, Mandelecken, Kürbiskentaler, das sind alles so Sachen, die aus der Feinbäckerei hier entstehen, die ich hier herstelle. Und ich muss dafür sorgen, dass die in den Laden kommen zum Verkauf. Für seinen Vollzeitjob bekommt Günther Drostel 1.900 Euro netto. Hier war alles gut? Jo. Los geht's mit Apfelringen. Der Stress in der Backstube, er hält Günther Drostel davon ab, an seine Mini-Rente zu denken.
Wenn er 2020 mit 63 in den Ruhestand geht, kriegt Günther Drostel gerade mal 1.158 Euro Rente. Das ist nicht viel. Der Feinbäcker hatte es ganz anders geplant. Geheiratet, eine Familie gegründet, ein Haus gebaut. Meine Vorsorge war mein Einfamilienhaus, was ich dann leider verkaufen musste wegen Trennung und Scheidung. Das war meine Rente eigentlich, ne? Vor 12 Jahren. Und seitdem lebe ich wieder zur Miete. Ich komme jetzt gut klar mit dem Geld, was ich habe, was ich verdiene. Kann mir das leisten, was ich möchte. Und nur wenn ich in Rente gehe, dann fehlt mir einiges. Und da kann ich den Lebensstandard nicht halten. Das geht nicht. Große Ansprüche hatte er nie. Bäcker Drostel stammt aus einfachen Verhältnissen. Wir haben unser komplettes Geld abgeben müssen in der Lehre und haben dann quasi Wochen Taschengeld gekriegt. Deshalb, also viel leisten war nichts. Mit 7 Geschwistern auf engstem Raum, wenig Geld. Leben in Armut, das wollte Günther Drostel nie wieder. Dieser Wille hat ihm geholfen, die Lehre durchzuhalten, trotz eines cholerischen Ausbilders. Wenn da mal was da schief ging, dann gab er dann schon mal ein lautes Wort oder so. Und einmal hat er mich sogar in den Arsch getreten. Wörtlich, wirklich. So, jetzt geht's weiter. Die nächste Füllung. Kannst du den Wagen mitnehmen? Dankeschön. Den Rest bringe ich gleich. Ja. Düsseldorf, Blumengroßmarkt. Christina Hommers steht unter Strom. Die Floristin muss die Wünsche ihrer Kunden erfüllen. Damit das klappt, muss sie schneller als die Konkurrenz sein. Auf dem Großmarkt braucht man einen Plan. Das muss alles organisiert sein, weil ich Bestellungen habe, Hochzeiten, Beerdigungen, wo ich genau weiß, das haben die Kunden bestellt. Und das suchen wir uns jetzt zusammen hier. Es geht los. Also die nehme ich auf jeden Fall. Ja. Von den gelben nehme ich auch, aber immer ein Bündchen ist super. Ja, ja. Aber das reicht noch längst nicht. Für einen Brautstrauß benötigt die Floristin unbedingt noch Gerbera. Da sind sie, die hätte ich gerne. Habe ich gesehen, aber ich muss erst mal meinen Plan heute abarbeiten. Und dann? Ich habe nur noch 2 Bund da, eins kannst du mitnehmen. Wie viel sind das denn? 25, wa? Ah, komm. Rosen haben wir traumhaft. Ein weniger auf der Liste. Der Job als Blumenhändlerin ist hart und nicht besonders einträglich. Der zweifachen Mutter bleiben gerade mal 1.000 Euro netto im Monat bei einer 60-Stunden-Woche. Fürs Alter kann sie von dieser Summe kaum etwas zurücklegen. Heute habe ich das Problem, dass ich wenig Zeit habe, weil alles ziemlich getaktet ist. Und für die Rente habe ich die Befürchtung, dass ich Zeit habe, aber nicht das Geld, das ich unbedingt brauche oder haben möchte. Als Selbstständige hat Christina Hommers nur wenig in die Rentenkasse eingezahlt. Stattdessen hat sie privat fürs Alter vorgesorgt. Wenn sie aufhört zu arbeiten, kann sie mit 1.260 Euro rechnen. Der Floristin fehlen immer noch Blumen. Und die ersten Händler packen schon ihre Sachen zusammen. Alle versteckt. Die Selbstständige ist im Dauerstress. Für den Fall, dass sie selbst einmal krank wird, hat sie nur einen Notfallplan. Meine Eltern natürlich, die dann immer einspringen können. Aber wenn das da gesundheitlich dann auch schwierig ist, dann wird's eng. Also man steht auch als Selbstständiger schon mal gerne mit Kopf unterm Arm im Laden. Für die Kinderbetreuung springen ihre Eltern immer wieder ein. Christina Hommers Mann arbeitet auch in Vollzeit. Hör mal, ich habe alles im Griff. Alles und nichts. Denn ihre Liste hat Christina Hommers immer noch nicht komplett abgearbeitet. Morgen. Was gibt's da Schönes? Ich habe nur noch eine Elke. Nur noch eine Elke, ja, nehme ich jetzt trotzdem mal einmal mit. Die hätte ich jetzt lieber gehabt. Aber ja, ne? Blumenmarkthändler Hans Lonnendonker muss mit 70 Jahren immer noch mitten in der Nacht aufstehen, um auf dem Großmarkt zu verkaufen. Ich bin angeblich auch in Rente. Sie wissen ja, wie das ist bei uns im Job. Klar. Dankeschön, das schönen Tag noch. Dresden. Das Pflegeheim von Mandy Locke. Die Ergotherapeutin hilft Liane beim Frühstück.
Die 42-jährige Patientin hat bei einem Autounfall einen schweren Hirnschaden erlitten. Dann hol ich dir einen Kaffee? Ja. Gut. Milchkaffee. Ja, ein Milchkaffee, genau. Mandy hilft ihren Patienten wieder selbstbestimmter zu leben. Machst du eine Pause? Gut. Wasch- und Anziehtraining machen wir ganz viel, auch mit der Liane. Esstraining, dass das mit dem Essen wieder selbstständig klappt. Das Gesicht eincremen, solche Kleinigkeiten, dafür sind die Ergotherapeuten zuständig. Da kommt auch schon Mandy Lockes nächster Patient, Robert. Guck mal, wie hast du geschlafen? Sehr gut, ja? Wie fast immer. Gut. Für ihn und andere Bewohner wird die Ergotherapeutin gleich einkaufen. Wegen Einkaufen? Ja. Na, dann lass uns loslegen. Was möchtest du? Also, was Pflegemittel? Ach, Zahnbürsten. Oh, na, das wäre schlecht, wenn du keine mehr hättest. Mandy Locke bricht zur Einkaufstour für ihre Patienten auf. Es geht quer durch Dresden. Schaut man sich die gesetzliche Rente an, hier im Osten der Republik, dann haben ostdeutsche Rentner derzeit im Schnitt rund 200 Euro mehr Rente als die in Westdeutschland. Anders sieht's aus, wenn man sich anschaut, wie viel Geld die Rentner insgesamt zur Verfügung haben. Bezieht man auch Einnahmen aus privaten Versicherungen oder Mieteinnahmen in die Rechnung mit ein, kommt ein ostdeutscher Rentner im Schnitt auf 1.389 Euro, ein westdeutscher Rentner auf 1.593 Euro, also rund 200 Euro mehr. Summen, die die Ergotherapeutin kaum erreichen kann. Geld beiseite zu legen ist mit ihrem Gehalt nicht drin. Ja, und wirklich was zurücklegen kann man davon nicht. Aber ich habe nie daran, also darüber nachgedacht, irgendwie noch mal einen anderen Berufsweg einzuschlagen, bloß damit ich mehr für meine Rente habe, weil ich möchte trotz allem auch glücklich in meinem Beruf sein und eben nie nur das Geld verdienen. Rasch im Drogeriemarkt die Sachen besorgen, die ihre Patienten nicht mehr selbst einkaufen können. Es muss schnell gehen. Ich brauche für alles einen Zettel. Nee, ich habe gar nichts mit, sorry. Nächste Station, der Arzt. Hier muss sie für die Heimbewohner Pflegemittel abholen. In ihrer Einrichtung ist dieser Service selbstverständlich. Nur, wie wird es ihr selbst einmal gehen? Also ich frage mich manchmal schon, wird meine Rente reichen? Eine Frage, die sich viele niedrig bezahlte Pflegekräfte stellen. Antje, wir müssen noch mal über den Dienstplan reden. Selbst Vorgesetzte mit Führungsverantwortung, wie Mandys Chefin Antje Körner. Weil sie nicht immer Vollzeit gearbeitet hat, um sich um ihre beiden Kinder zu kümmern, wird sie gerade mal 922 Euro Rente bekommen. Als Führungskraft. Ich selber als stellvertretende Pflegedienstleitung denke, werde trotzdem nicht genug Rente bekommen. Obwohl ich auch jetzt schon 17 Jahre in der Firma arbeite. Und ich finde es, wie gesagt, für mich und auch alle, die in diesem Beruf arbeiten, total ungerecht, was dann später mal an Rente für uns alle da sein wird. Ab 2025 gilt für Ost und West die gleiche Rentenberechnung. Für jetzige Rentner im Osten ein Vorteil, ihre Rente steigt. Für künftige Rentner wie Antje Körner ist es dagegen ein Problem. Ihre Rente wird durch diese Angleichung vermutlich geringer ausfallen. Denn sie verdient noch immer deutlich weniger als ihre Kollegen im Westen. Durch die Reform wird das in ihrer Rentenberechnung künftig aber nicht mehr berücksichtigt. Weiter zum nächsten Bewohner. Trotz Zeitdruck, die Ergotherapeutin geht auf jeden Patienten ein. Guten Morgen, Ingo. Gut geschlafen? Ja? Ich würde mal deinen Augensteuerungscomputer einstellen, dass wir uns unterhalten können. Ingo hat eine unheilbare Nervenkrankheit. Er kann nur noch über seinen Sprachcomputer kommunizieren. Den steuert er mit den Augen. Bitte Zitrone. Zitronenjoghurt? Dann guck ich mal, was da ist. Dank Mandy Lockes Einsatz hat Ingos Computer neuerdings zwei Extrafunktionen. Ein Chatprogramm, damit er mit seiner Familie schreiben kann, und einen Streamingdienst zum Serienschauen. Mithilfe seines Sprachcomputers sagt er uns seine Meinung zur Mini-Rente seiner Ergotherapeutin. Findet er die fair? Nein, es sollte schon für Ihre Arbeit mehr Anerkennung geben. Mehr Anerkennung. Das heißt am Ende auch eine Rente, von der man leben kann. Dafür kämpft Steffi Burkhardt. Ihre Generation hat ein Problem.
Das umlagefinanzierte Rentensystem, bei dem die Jungen für die Alten zahlen, wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Es gibt schlicht zu wenig Junge, die in die Rentenkasse einzahlen. Auf diese Misere will sie aufmerksam machen. Dieser Generationenvertrag, der funktioniert nicht mehr. Wir können nicht mehr weiter in diesem umlagefinanzierten Modell agieren. Wir brauchen eine neue Lösung, damit eben es nicht genau so kommt, dass wir dann irgendwann auf unsere Kinder angewiesen sind, dass die sich finanziell um uns kümmern. Steffi Burkhardt klagt an, den sorgenfreien Alltag der heutigen Ruheständler werde ihre Generation nicht leben können. Wir können uns nicht mehr auf unseren Arbeitgeber und auf den Staat verlassen, dass die dafür sorgen, dass wir irgendwann mal eine gute Rente bekommen. Das heißt, wir müssen heute schon anfangen, auch selber vorzusorgen, um eben diese neue Situation für uns dann auch meistern zu können. Private Vorsorge, das muss man sich auch leisten können. Bäcker Günther Drostel hatte privat vorgesorgt, ein Haus gekauft. Durch seine Scheidung ist diese Vorsorge jedoch verpufft. Ihm bleibt nur die kleine gesetzliche Rente. Der 62-Jährige lässt sich nicht unterkriegen. Seine Leidenschaft, das Ausbilden. Ah, mein Engel kommt. Guten Morgen. Ich möchte gerne, dass du einmal ein Knäckebrot aufsetzt. Ich sag dir, was du machen musst. Die Auszubildende Sophie steht ganz am Anfang des Arbeitslebens. Hast du ihn ganz hoch gefahren? Ja, genau so. Privat fürs Alter vorsorgen müssen. Sich nicht auf die gesetzliche Rente verlassen können. Für die junge Generation ist das normal. Früher war das nicht so mit der Vorsorge. Als ich angefangen habe zu arbeiten 1971, da gab es ja noch gute Rente für die Leute, die in Rente gegangen sind. Da hat man sich so keinen Kopf drüber gemacht. Darf ich den Goldblech klauen? Feierabend für Günther Drostel. Der 62-Jährige lebt in einer Dreizimmerwohnung in Duisburg. Hier können ihn auch mal seine drei Enkel besuchen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege, hier wohnen bleiben zu dürfen, zu können. Wir dürfen sowieso, aber können. Das ist eine Geldfrage. Allein für die Miete zahlt er 580 Euro. Dazu kommen Ausgaben für Lebensmittel und Sprit. Zusammen läppern sich die Fixkosten auf 1.000 Euro. Die kann er heute von seinem Nettolohn von 1.900 Euro bezahlen. Als Rentner wird Günther Drostel aber Abstriche machen müssen. Mit gerade mal 1.100 Euro Rente im Monat kann er seinen Lebensstandard nicht halten. Vielleicht wird er seinen Kleingarten aufgeben müssen. Hallo. Seit 22 Jahren bewirtschaftet Günther Drostel hier seine Parzelle. Mit seiner neuen Lebensgefährtin Marion will er sie heute winterfest machen. Ja? Hallo. Ist fleißig? Fleißig. Okay. Da muss noch ein bisschen Unkraut rausgenommen werden und dann sind wir fertig. Ja, können wir sofort machen. So, jetzt müssen wir mal graben. Oh. Ui. Das ist Unkraut. So. Fertig. Wenn Günther Drostel kommendes Jahr in Rente geht, wird er nur wenig Geld zur Verfügung haben. Das werden auch seine Enkel spüren. Ich habe zum Beispiel für jedes Enkelkind das erste Paar Schuhe gekauft. Da war ich sehr stolz drauf und das hat mir sehr viel gebracht. Und so habe ich gedacht, geht's auch weiter, aber so kann es nicht weitergehen. Nicht mit dem, was ich dann mal an Rente kriege, das weiß ich auch. Hückelhofen in Nordrhein-Westfalen. Hier steht der Blumenladen von Christina Hommers. So, einer geht noch. Ah, die Kleinen. Passt darauf auf, die sind heilig. Die letzten vom Markt gewesen. Der eigene Laden gehört zur Altersabsicherung. Aber wird er sich in 25 Jahren noch rechnen? Die Filiale im Nachbarort musste Christina Hommers vor wenigen Monaten schließen. Das ist schon ein komisches Gefühl. Und da kann ich auch abends nicht schlafen gehen und abschalten. Ich suche jetzt im Moment irgendein Mittel, wo ich sagen kann, das mache ich jetzt jeden Abend. Ich stelle mir jeden Abend eine Karte hin, damit ich weiß, so, ich verlasse den Laden und kann abschalten. Das geht aber nicht. Ich nehme das mit und ich schlafe auch nachts schlecht, weil das einfach einen beschäftigt. Risiko Selbstständigkeit. Trotzdem würde Christina Hommers ihren Beruf niemals aufgeben. Dafür liebt sie ihn zu sehr.
würde da jetzt schon gar nicht mehr reinmachen. Ich würde das so lassen. Nee, nee. Ne? Kippen wir das so ein bisschen? Wunderbar. Ja. Bitte schön. So, einen ne? schönen Tag wünsche ich dann. Ja, auch so. Danke. Ne? Danke. Tschüss. Ne, schön. Schon mal. In Dresden holt Ergotherapeutin Mandy ihren Sohn von der Schule ab. 11 Stunden war der 7-Jährige nun fremdbetreut. Es tut mir schon leid, dass ich mich nie intensiver um mein Kind kümmern kann selber. Aber es geht eben auch nie anders, weil dann geht uns noch mehr Geld verloren. Und das bedeutet am Ende auch eine noch kleinere Rente. Hallo, Schatz. Hallo, Mama. Hm? Na? Machen wir los? Hast du alles zusammen? Heute steht für die beiden eine größere Anschaffung an. Wir fahren jetzt neue Fußballschuhe kaufen, Schatz. Du brauchst ja neue. Ab geht's. Aus den alten ist Jamie rausgewachsen. Nach nur einem halben Jahr. Das ewige Dilemma für die Mama. Sie möchte keinesfalls bei Jamie sparen. Aber Fußballschuhe sind nun mal nicht billig. Da können schon mal 70 Euro fällig werden. Wow. Das Geld, das Mandy heute für die Fußballschuhe ihres Sohnes ausgibt, muss sie an anderer Stelle einsparen. Machst du mal hinten selber, bitte? Der Jamie kommt für mich an erster Stelle mit all seinen Wünschen. Und wenn es eben neue Fußballschuhe sein müssen oder neue Fußballsachen, also weil er aus den Trainingssachen rausgewachsen ist, dann steht das an erster Stelle und dann wird mein Friseurbesuch halt noch mal ein halbes Jahr verschoben. Von ihrem monatlichen Nettolohn von 1.300 Euro geht schon mehr als die Hälfte für Miete und Lebensmittel weg. Sie muss jede Ausgabe genau abwägen. Die sehen auch gut aus. Gut, lauf noch mal. Ich will noch mal gucken, ob du hinten rausschlappst. Und wie geht's? Sehr schön. Einfach im Budget umschichten. Diese Freiheit wird Mandy Locke als Rentnerin vermutlich nicht mehr haben. Und so wird es vielen Menschen gehen, die heute jung sind. Für Steffi Burkhardt ist die Benachteiligung der jungen Menschen ein Skandal. Sie nimmt die Politik in die Pflicht. Sie sagt, statt Geschenke für die Rentner von heute zu verteilen, müsse die Politik endlich auf ihre Generation zugehen. Mit klaren Konzepten für deren Rente. Es gibt verschiedenste Signale, die die Politik in unsere Richtung senden könnte, als Generation Y, also in Richtung der heute 20- bis Mitte 30-Jährigen. Auf der einen Seite könnte der Sonderstatus der Beamten und Politiker aufgehoben werden. Und Beamte und Politiker könnten eben auch in unsere gemeinsame Rentenkasse einzahlen. Das wäre mal zum Beispiel ein positives Signal. Bislang stehen die Signale aus der Politik allerdings vor allem auf Bewahrung des Ist-Zustands. Das Versprechen der Regierung, bis 2025 soll das Rentenniveau stabil bleiben. Doch 2025 ist Steffi Burkhardt noch lange nicht in Rente. Also ich persönlich glaube nicht an das Rentensystem. Ich glaube nicht daran, dass ich irgendwann Rente beziehen werde, mit der ich auch gut leben kann. Sie selbst investiert in Immobilien und Aktien. Doch wer im Alltag eh jeden Cent umdrehen muss, hat dafür kaum Geld übrig. Zurück nach Hückelhofen. Fabio ist stolz auf seine Mama. Christina Hommers wurde schon als beste Floristin Nordrhein-Westfalens ausgezeichnet. Dass Mama halt Erster geworden ist, finde ich halt sehr schön. Seine Mutter muss als Selbstständige unter der Woche viel arbeiten. Hat keine Zeit, sich um ihn und seinen Bruder Luca zu kümmern. Deshalb verbringen die Jungs mindestens 2 Nachmittage in der Woche im Haus der Großeltern. Christinas Vater Bruno war immer dagegen, dass seine Tochter Floristin wird. Sie hätte mit Sicherheit irgendwas mit Lehramt oder sowas machen können, dann hätte sie eine gute Pension anschließend gehabt. Ne? Also von daher ist das jetzt schon von der Absicherung her, ist dass die Selbstständigkeit hier ja, also nicht das Optimale. Im Laden stehen und gleichzeitig bei den Hausaufgaben helfen. Das kann auch Christina Hommers nicht leisten. Die Hausaufgabenbetreuung für die Jungs übernimmt deshalb Oma Bärbel. Brauchst du das nicht bunt anmalen? Nö, ich habe dafür noch nie einen Anschluss bekommen. Bitte? Ich habe dafür noch nie einen Anschluss bekommen. Okay. Die Jungs hätten gerne mehr von ihrer Mama. Und trotzdem verstehen sie, dass sie so viel Zeit mit den Blumen verbringt. Mama macht das gerne und wenn man was gerne macht, aus Leidenschaft macht, nicht weil man es muss, dann ist das doch der richtige Job.
Oma Bärbel war selbst Floristin. Sie hat das Geschäft in Hückelhofen geführt. Mittlerweile hat ihre Tochter den Laden übernommen. Die 62-Jährige macht sich so ihre Gedanken. Ich sage auch immer zu meinem Mann, ich wollte heute auch nicht mehr jung sein. Und in dieser Zeit, jetzt noch mal jung sein, noch mal so ganz von vorne anfangen, das wollte ich gar nicht. Weil man weiß wirklich nicht, was die Zukunft bringt. Dann macht mir schon Sorgen, ja, da machen wir uns schon Gedanken drüber. Ne? Und diese Gedanken begleiten auch ihre Tochter. Am Ende eines 14-Stunden-Arbeitstages. Wenn ich daran denke, dann wird mir schon manchmal so ein bisschen schummrig, dass ich denke, ja, es, ne, wäre vielleicht auch eine andere Variante, eine sichere Variante gewesen. Selbstständigkeit ist halt auch immer ein bisschen Unsicherheit. Wie klappt das? Wie weit kann ich vorsorgen? Was kann ich selber machen? Ein Großteil ihrer Altersvorsorge sind erwartete Mieteinnahmen aus ihrem Ladengeschäft. Aber wird sie dafür in 25 Jahren tatsächlich einen Mieter finden? Jetzt holt sie erstmal die Jungs ab. Mit Oma zusammen haben die beiden ein Gesteck für ihre Mutter gebastelt. Ja, vielen Dank. Das hat ja gut. Dankeschön, ne? Tschüss. Zu Hause bereitet Ehemann Marco schon das Abendessen vor. Er wird wohl eine ordentliche Rente bekommen. Gemeinsam können die Hommers im Alter mit 3.760 Euro rechnen. Christina Hommers allein bleibt deutlich weniger, nur rund 1.260 Euro. Es geht der Floristin wie vielen Frauen. Sie sind im Ruhestand von ihrem Mann abhängig. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Vom Ablauf her wäre für mich halt wichtig, dass ich nicht mehr diesen Arbeitstrott habe, sondern wirklich dann auch mal zur Ruhe kommen kann irgendwo. Das ist sowas, was mir im Moment einfach fehlt. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, ich möchte jetzt eine Weltreise machen oder ich möchte, keine Ahnung, mit der AIDA fahren, weiß ich nicht. So, wo ich viel Geld brauche. Ich habe meinen Tagesablauf, den finde ich gut und würde mir halt ein bisschen mehr Ruhe antun einfach. Ne? 17 Uhr. In Duisburg trifft sich Bäcker Günther Drostel noch mit seinen Vereinskameraden auf dem Minigolfplatz. Feierabendsport nach 14 Stunden auf den Beinen. Ja, jetzt geht's los. Drin ist er. Yes! Die Zeit mit seinen Freunden tut ihm gut. Ich darf nur nicht jetzt nach Hause mich hinsetzen, dann bin ich fertig. Dann bin ich weg. Dann bin ich platt. Ne? Da 3 Uhr heute Morgen. Oder ein bisschen früher sogar. Aber ich habe die Mittagszeit überwunden. Ne? Und ja. Und das schaffe ich auch noch. Um 3 Uhr morgens hat sein Tag begonnen. 8 Stunden harte körperliche Arbeit liegen hinter ihm. Schön, Günther. Ja. Hast. Tschakka! Nach 49 Jahren Arbeit freut sich Günther Drostel auf mehr freie Zeit. Mehr Zeit für meine Enkelkinder, mehr Zeit für meine Partnerin, mehr Zeit für mein Hobby, für meinen Sport, viel mehr Zeit für meinen Garten. All das. Das ist das, worauf ich mich freue. Ja. Dresden. Bei seinem Club, dem SV Eintracht Dobritz, probiert Jamie seine neuen Fußballschuhe aus. Mama Mandy schaut zu. Auch Oma Hannelore ist gekommen. Die Mini-Rente kommender Generationen treibt die Uroma von Jamie schon heute um. Sie sorgt sich um die Zukunft. Da wird mir Angst. Also wir haben ja noch eine gute Rente, kann ich sagen. Aber bei dem Thema von unseren Enkeln oder so, also das wird, ob die sich mal alleine so ernähren können oder was, das weiß ich nicht. Mandy lässt sich dennoch nicht unterkriegen. Also meine Eltern haben uns das einfach anerzogen, für alles zu kämpfen, was man so will. Und ich will ja auch ein Vorbild für Jamie sein. Und dadurch, dass ich ihn alleine durchbringen muss, will ich ihm noch mehr zeigen, dass es wichtig ist, arbeiten zu gehen und ja, seine Träume damit auch verwirklichen zu können. Ja. Wer heute in Rente ist, hat durchschnittlich 1.590 Euro pro Monat zur Verfügung. Mandy Locke wird am Ende ihres Berufslebens 600 Euro weniger Rente bekommen. Auch Bäcker Günther Drostel liegt mit seiner Rente deutlich unter dem Durchschnitt.
Und Floristin Christina Hommers wird nur gemeinsam mit ihrem Mann ein gutes Einkommen im Alter haben. Drei Menschen, drei Berufe, drei Lebenswege, die eins vereint. Von viel Arbeit bleibt am Ende nur wenig Rente übrig.